Wir sind wieder hier in Elysium, aber nicht, weil wir das Story weitermachen wollen, was wir im Prinzip eigentlich schon mal gemacht haben. Das war ja nicht beim Baum nochmal. Achso, das war einfach nur Dialog, okay. Nicht, weil wir das Story weitermachen wollen, die haben wir eigentlich schon abgeschlossen, sondern weil es hier noch ein wundervolles Harmoniegespräch für den guten Florian geben soll, beziehungsweise auch gibt. Denn das habe ich auch im Harmoniebaum schon gesehen, habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Und ich bin mal gespannt, was das sein wird, worum es da gehen wird. Und das machen wir heute zuerst zu Partstart. Und dann machen wir mit Missionen weiter. Ich schätze mal, im heutigen Part, ja, werden wir wieder so ein bisschen auch mehr in Sachen Missionen machen. Der letzte Part war ja sehr auf Harmoniegespräche ausgelegt. Ist eigentlich die Musik hier eine andere oder bilde ich mir das gerade ein? War das schon immer die? Ich habe die irgendwie als viel ruhiger in Erinnerung. Vielleicht habe ich mir das auch eingebildet oder so, keine Ahnung. Egal. Wir führen das Harmoniegespräch mit Florian. Ich bin gespannt, was da jetzt sein wird. Let's go. Suppose they don't get much rain here. Water is essential for life. But there isn't any here. This place is completely barren. Some places have a drought now and again, but they still have a little hope. This place, it's just dead. There must be some way to bring back the greenery. No roots can take hold in sand like this, and nothing is going to grow without water. Wait! Maybe something can grow. Well, you know life is a powerful thing. It may be too dry for seeds here, but... We could get some seedlings from somewhere else and plant them here. Yes! At first, they probably won't last very long. But as plants die, their remains fertilize the soil. They'll be giving their goodness back to the next generations. It will take a while, but do it enough times. And eventually, this dead land can be restored to life. That's more like the Florin I know. Yes, then I'm going to do it. I'm going to bring back the vegetation. Sehr schön. Das ist echt, ja, richtig, was er gesagt hat. Ist alles einfach tot und nicht schön. Aber ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich war voll am struggeln, welche Auswahl nehme ich da jetzt, weil ich beide ziemlich gut fand. Aber ich habe mich dann für die eine entschieden, die wir gerade gesehen haben. So, jetzt nehme ich die Punkte noch mit und dann machen wir mit Missionen weiter. Wir haben ja noch einiges offen und so. Ich glaube, ich gucke heute bei Gorg erstmal weiter. Ach, apropos Gorg. Söldnertruppen. Die sind vor dem Part wiedergekommen, aber ich wollte das an den Part starten und dann mich darum kümmern. Deswegen, kurzer Schnitt, ich mache Söldnertruppen schnell fertig. Ah, und apropos, oh, Söldnertruppe. Das ist interessant. Ist das einer für Ursula? Apropos Söldnertruppe. Ah, jetzt haben wir Gesangsstufe 5. Sehr schön. Gesangsstunde 5. Der gibt mir jetzt 3. Ja, endlich. Ich bekomme mehr Dinger. Ja, toll. Lieder, die heuer schnief machen. Sehr bewegend. Echt, das damals üben auf Tränendrüse zu drücken. Bäh. Aussprache, was ist das? Okay, apropos Söldnertruppe, wir müssen ja noch die Mission für Stufe 5 weitermachen, aber ich habe heute erstmal Lust, falsches Menü, auf Gorgs Quest. Deswegen machen wir die jetzt weiter. Aber ich muss mir noch, glaube ich, in Lefteria das Zeug kaufen. Glaube ich zumindest. Ich weiß gerade nicht, ob ich schon gekauft habe oder eben nicht. Mal gucken.
So, das Tor von Fonset. Fonset Wohnviertel. Ja, sehr schön. Gut, hier ist das Zeug, was ich brauche. Erstmal den wieder voll kaufen. Genau, das ist das, was ich brauche. Sehr schön. Okay, und wo ich schon mal hier bin, brauche ich auch Gork im Team. Wenn ich jetzt wieder reinpacken würde, wäre wieder Daggers raus, wegen dem dämlichen Bug. Es ist einfach so dämlich. Sie hat Way halt noch keinen Kernsplitter bekommen. Der klingt ziemlich nice. Viel Spaß damit. Satellitenlanze. Sehr schön. Der würde abgehen auf jeden Fall bei ihm. Aber da liegt die Krieg gerade vorunter machen. Dann gebe ich, glaube ich, Gork einfach zu Rex. Und pack. Oh, eigentlich würde ich eher zu Elektra sagen, dass ich sie rauspacke. Aber ich muss aber auch noch den Hauniering vervollständigen, wegen dem einen. Wobei, das. Das müsste ich doch jetzt schon machen können, oder? Moment. Weil das von Florian konnte ich auch gerade machen, obwohl ich noch nicht die Stufe habe. Man muss das bloß im Hauniering freigeschaltet haben, glaube ich. Bollwerk Elektrizitätsraum in Marufa. Das müsste funktionieren. Dann machen wir das mal schnell, bevor wir mit Gorks Mission weitermachen. Und dann kümmern wir uns um Gorks Mission. Mach mal. Genau, da oben ist das wahrscheinlich. Das soll. Ja, das sollte funktionieren. Da kann ich Elektro rausnehmen und das, und Gork reinpacken. Ich glaube, ich werde den Part zwar eh nicht kämpfen, wegen Herald halt, aber trotzdem, ist mir doch egal. Ich will trotzdem Gork-Trainer haben. So. Also Gork bei Gork-Trainer haben. Wenn ihr den Daggers packt. Ich muss da mal gucken. Ich soll wirklich mal den Nintendo-Support anschreiben und so. Ob die da vielleicht irgendwas wissen oder sonst was. Weil ich habe, wie gesagt, bisher immer mal so ein bisschen geguckt im Netz, ob ich irgendwas zu dem Bug finde. Ich bin schon bisher wirklich die einzige Person, die den hatte. Ich habe keine Ahnung, wovon der kommt. Aber ist mir im Prinzip auch gerade egal. Okay, dieses Geräusch. Dieses Geräusch von sich öffnenden Tür macht mich immer kürrer. Dieses Geräusch, genau das meine ich. Ah. Es klingt so böse. Scheittafel, was ist denn hier? Okay, da brauche ich noch ein bisschen Elektrozeugs. Wait a sec. Hat Herald Elektro? Müsste sie, aber sie hat nur auf Stufe 1, oder? Das sind Superkräfte. Ah, auf 2, okay. Dann packst du mal wen Elektromäßiges rein. Du hast Stufe 1, oder? Ne, auch 2. It's been a long time coming. Always cute and fierce, though. Ja, das würde eigentlich reichen, oder? Was bringt mir die Elektrotafel denn hier? Die Schalttafel. Reicht das? Ja, sehr schön. Ah, da hinten ist es aufgegangen. Was ist denn da hinten? Lass mal erstmal die Gespräch angucken. You're in a good mood, Electra. How did you know? Something good happened. Was zum Teufel? Soll das? Was zum Teufel? Yep, kind of. I'm just happy that there are so many places here where lightning is useful. I get to really show off my stuff. You've been coming along in leaps and bounds with your powers lately. Yeah. If we didn't have you around, we'd never have made it this far. Oh, shucks. I'm glad you all think I'm useful. No more shocking people. Just useful helping. All because you trained hard. Yeah. I've still got lots of training to do before I can control my power fully. What kind of training are you doing? Well, for example, sometimes I practice producing a steady, low-intensity current. Oh, the other day, I also used my power to massage a tired old lady's shoulders. You know, just generally trying to keep my powers in check. Well, it sounds like you're really trying hard. Yep! I feel like I get a little bit more grown up every day.
Awesome. We're gonna be counting on you, Elektra. I won't let you down. Dependable is my middle name. Was war denn das? Ich kann nicht mehr. WTF. Ja, ja, machen wir weiter. Was ist jetzt hier hinten für ein Bereich? Ist das einfach ein Shortcut? Ah ne, in den Bereich kann man vorher gar nicht rein. Dann gucke ich mal ein bisschen um. Oder kann man hier rein? Nein, kein Bock, nicht zu kämpfen. Ich, was war denn das gerade? Dieses Spiel manchmal. Das war, glaube ich, ja, ist gut, Schild mal. Das war, glaube ich, der geilste Bug, den ich bisher hatte. Also so Grafikfehlermäßig halt. Was zum Teufel? Okay, machen wir weiter. Und kümmern uns um Gorks Mission. Es ist so unfassbar. Das war einfach nur creepy. Egal, vergessen wir das und machen jetzt weiter, wie gesagt. Und nehmen schnell Gork ins Team. Elektra ist, glaube ich, heute nicht so mein Glücksbringer. Ja. Okay, machen wir weiter. Pudding-Rezepte, Süßigkeiten herstellen. Ja, ich weiß. So, das hier. So, Killer-Pudding. Das ist ja, wenn man davon isst, kann man ganz klar denken. Aha, bei Killer-Pudding, okay. Und lecker ist er noch dazu. Gut, der kommt auf den Speiseplan. Der, ich gucke halt mal ganz kurz was. Der wird uns sicher noch einige Stammkunden einbringen. So, und jetzt geht's uns ans Eingemachte. Wir haben gute Kekse und einen tauglichen Pudding. Fehlt noch die Königsdisziplin der Desserts. Ein Kuchen. Ich werde den besten Kuchen in ganz Orest kreieren. Unser Laden wird weltberühmt werden. Das hoffe ich für dich. Ich wollte nur ganz kurz gucken, was ich als nächstes kochen muss dann. Weil ich heute eine Auswahl aus verschiedenen Zeug. Ich glaube, es war die Glitzer... Oder das Glitzertörtchen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ihr habt mir das mal geschrieben, deswegen schaue ich da mal ganz kurz nach. Muss jetzt bloß meinen Kommentarbereich ein bisschen runterscrollen. Das kann ein bisschen dauern, aber... Egal. Das ist es jetzt wert. Bei irgendwas oder irgendwas zu probieren... Ist, doof. Lieb mehr Kuchen. Ah, okay, alles klar. Dann war es noch nicht das Glitzerzeug. Da hier ist es auf jeden Fall. So. Mal gucken. Heißt es, alle guten Dinge sind drei oder muss ich noch was kochen hier nach? Ich glaube, das war's dann. Hoffe ich zumindest. Ja, und fertig. Kekse sehen niedlich aus. Findest du, Poppy? Glaub mir, sie schmecken so gut, wie sie aussehen. Liebmeerkuchen sieht auch sehr schön aus. Schon Name klingt an zum Einbeißen. Ich danke euch, das ist mein absolutes Meisterwerk. Oh, das sieht aber vielversprechend aus. Das ist diesmal wunderbar. Die werden weggehen wie warme Semmeln. Gut, worauf wartet ihr? Der Laden kann eröffnet werden. Ich werde allerdings nicht immer hier sein können. Deshalb brauche ich noch einen Assistenten für den Verkauf. Keine Sorge, darum kümmere ich mich. Wirklich, das ist sehr großzügig von dir, danke. Aber warum machst du das eigentlich alles für mich? Wir Träumer müssen uns gegenseitig unterstützen. Ich werde weiterhin meine Bilder malen. Und du wirst Süßigkeiten herstellen, so wie du es dir immer gewünscht hast. Du bist wirklich sehr freundlich. Gut, dann machen wir es so. Ich werde als Klinge und als Konditor alles geben, um deinen Erwartungen gerecht zu werden. Aber jetzt müssen wir noch ein paar Sachen erledigen, bis wir den Laden öffnen können. Ich dachte, ihr könnt ihn direkt eröffnen. Söldneraufträge oder was? Wo wir irgendwas für den Laden erledigen müssen. Ah, nee, der Cutscene. Borak, would you mind helping in the kitchen? You want me to help? Yeah, I'm sure you'd be first rate at this kind of thing. Really?
Well, I don't have much experience, but I'll do what I can. Tora and Poppy, could I ask you to get some more ingredients? Yes, yes! Please input quantities and products. 36 choice cherries and 62 love raspberries. 102 measures of mooka flour and 57 cranberry bells. Got it! Tora and Poppy will fetch! Dromark? Could you perhaps go and get the other essentials? Why, of course. I'll be back in a jiffy. Everyone else, you're in charge of PR. Desserts is officially open. Come see, possibly the first chance in history to taste the Blade Maid desserts. Forget the rest, get the best. Das sah gerade in der Katze mega seltsam aus, weil die Frau da im Hintergrund gerade hinter Gork stand. Das war gerade ganz komisch. Krass, wie gut deine Süßigkeiten bei den Leuten ankommen, Gork. Bei den Leuten und bei mir. Haha. Wenn diese ganze Misere zu Ende ist, tu mir den Gefallen und sattel. Reden, das müsste man können. Und sattel ganz auf Kondito um, das ist echt dein Ding. Ich habe diese Chance nur bekommen, weil du mit mir resoniert hast, Sieg. Ich existiere nur, um dich zu beschützen. Doch es ist undenkbar, dass wir in nächster Zeit die Schachtfelder hinter uns lassen werden. Aber ja, irgendwann wird das Ganze durchgestanden sein. Und dann will ich nur für dich meine Desserts machen. Desserts. Und sie dann zusammen mit dir genießen. Was sagst du? Würdest du mir die Ehre erweisen und meine süßen Kreationen probieren? So, natürlich. Sehr schön. Das war's an der Quest. Perfekt. Die war cool. Ich fand's auch super, wie Morg in der Küche stand und ihren Teig da umgerührt hat. Ja, Mixer gibt's halt in dem Spiel nicht. Jenny Fora. Ah ja. Konditor Stufe 1. Sehr schön. Okay. Ah, hier kann ich Süßigkeiten herstellen mit Gork. Achso. Ja, könnte ich, wenn ich seinen Konditorzeug aktiviert hätte. Falsch. Jodelchen. So, Gork, da. I aim to please with my desserts. Sehr schön. Wie geht's denn hier weiter? Achso, einfach nur was herstellen, wie immer eigentlich. Ja, das ist eigentlich alles machbar. Und wie öffne ich das hier? Okay, Vertrauensstufe einfach. So, hat noch irgendwas gehabt? Bäh. Ja, die Klappe. Keiner braucht dich. So, sehr schön. Dann kommst du wieder raus. Quatsch, Cosette brauche ich. So. Apropos Cora, es ist gerade gut, dass du hier bist. Warte mal. Wie ist denn das jetzt hier mit deinen... Also Mädchengespräch hast du auf 5, ja? Wo kann ich denn eine Quest starten? Wie ist denn das? Da muss ich noch ein bisschen was hier hochleveln, oder? Ja, die ganzen Stuff. Mädchenthemen. Oder kann ich jetzt schon annehmen? Ich weiß es nicht. Aber Moment, da muss ich doch auch die Mission für Dahlia annehmen, oder? Warte mal. Nicht du. Oder war das da? Moment. Ja. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt Dahlias Mission in dem Part noch an.
Und ich guck mal kurz, was Gork alles so schönes herstellen kann. Rang A. So, Neon-Keks. Ach, das ist okay. Das Zeug, was ich auch für die Quest braucht. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt nach Tantai zum Gasthaus und machen da weiter. So, wo waren das mal genau? Oh, das finde ich schon. Ach, hier direkt, ja. Ich bin gut. Das finde ich schon. Wollte ich gerade sagen, und da ist es ja auch. So. Hier ist eine schöne Mission. Hallo. Ein kurzer Aufenthalt. Let's go. Jetzt bin ich gespannt, welche kommt. Aber es müsste eigentlich die Vandalia sein, weil ich glaube, für die von Korra habe ich noch nicht die Voraussetzungen. Ja. Sie hat keine Texturen. Das sah gerade mega seltsam aus. Hoppla, um diese Zeit kommt jemand zu Besuch. Schon seltsam. Herein, die Tür ist offen. Es tut mir leid, euch so spät noch zu belästigen. Finde ich hier eine Dame namens Dahlia? Das bin ich. Wie kann ich dir helfen, Schätzchen? Es geht um meine Tochter, Castina. Sie ist heute Abend nicht nach Hause gekommen. Vorher sagte sie, als sie mit einer Dahlia gesprochen hätte. Deshalb dachte ich, du wirst es vielleicht etwas. Ach, die Kleine, die ganz vernatt war an Dahlia. Sie hat dir einen ganzen Haufen von Fragen gestellt, nicht wahr? Ja, sie hat mich richtig gelöchert. Ich frage mich, was ein Gedanke, aber meint ihr, sie ist vielleicht losgezogen, um Mondtropfen zu pflücken? Ich habe ihr erzählt, dass sie nachts blühen. Das heißt, Castina hat Theosir verlassen? Sicher kann ich es dir nicht sagen, aber wenn, dann ist es meine Schuld. Warte, ihr Schätzchen, ja? Ich gehe deine Tochter suchen. Vielen Dank, ich hoffe wirklich, du findest sie. Okay, wir werden Freunde rumfragen. Celesmia und Manegal. Die Namen. Lieselot. Und da kommt so ein alter Name. Oh Gott, ey. Okay. Wermutstropfen. Sehr schön. Ja, meinetwegen. Good morning. I hope it didn't snore or anything. Keine Sorge. So, das war das Buch. Ja, haben wir auch eine Quest mit der. So. Dann reden wir mit den Leuten, würde ich sagen. Die wir finden müssen. Da ist Manegal. Hallo. So. Celesmia. Okay. Wo war Celesmia nochmal? Ich dachte ja schon. Hier oben. Die Quest wäre auch wer. Aber, ach, die Richtung, ja. Idiot. Auf dem Platz war ja einer dort hinten. Das ist diese Lotte. Ja, egal, ich auch mit ihr, würde ich sagen. Vielleicht weiß dieser ja was. Nein, kann er nicht. Der ist genauso ratlos wie du. Und sagt, ich soll zu der anderen Tante da gehen, deren Namen ich gerade vergessen habe. Erzähl es mir, genau. Hallo. So. Weiter in den Gelgemos-Tor. Okay. Dann muss ich da wohl hin, würde ich sagen. Das kann ja jetzt ein bisschen spannend werden. So, warte mal, ist das hier. Quatsch. Falsch. Falsch. Hier. Auf der unteren Ebene scheinbar, oder? Jo. Gut, da gehe ich heute noch hin und den Rest der Mission machen wir im nächsten Part, denke ich mal. War hier. Geh weg. Nerviges Vieh. In welche Richtung laufe ich eigentlich gerade? Ja, okay, das ist richtig. Etwa. Betonung liegt auf in etwa. So, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Aber ich habe es ja schon vermutet, dass das irgendwie so enden wird, dass die Kleine halt irgendwie rausgehen wird, weil sie halt die Sachen von Dahlia gehört hat und dann vom Monster angegriffen wird, werden wird oder so. Das wette ich mit euch.
Sie ist bestimmt mit einer Schnee auf und drinne. Hier sollte sie doch angeblich sein. Ich sehe allerdings nirgendwo. Ist sie nicht kalt, Dahlia? Zieh dir was an irgendwie. Ich will ja keine Horrorszenarien an die Wand malen, aber vielleicht wurde sie von Schnee begraben. In dem Fall zählt jede Sekunde. Graben wir besser mal schnell hier alles um. Aber warum zum Teufel soll sie random von Schnee begraben sein? Ach, was auch immer. So, ist sie hier? Nö. Ich glaube aber, wir graben sie erst im nächsten Part aus. Das klingt auch dämlich irgendwie. Wir graben sie erst im nächsten Part aus. Oh Gott. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange der Part schon ist. Vielleicht ist er auch noch relativ kurz. Aber wir hatten die beiden Harmoniegespräche. Das sind bestimmt schon so 10 Minuten gewesen. Wobei, ich weiß nicht, wie lange er schon ist. Ich mache aber jetzt ihr trotzdem Schluss. Und im nächsten Part gucken wir uns hier weiter um und suchen die anderen Schneehügel ab. Den nehme ich jetzt noch mit, der ja vor mir ist, und die anderen beiden gucke ich mir im nächsten Part an. Jetzt ist sie bestimmt hier drunter und die Quest geht noch weiter in dem Part. Das wäre typisch. Aber ich schätze mal, sie wird unter den letzten sein, die man ausgräbt. Ja, okay. Stopp. Nicht abschalten. Ich habe die Zeit wirklich unterschätzt. Also wir haben definitiv ein bisschen Zeit. Das sind ja 27 Minuten. Das ist... Ja, es reicht man nicht, finde ich, für so ein Part. Früher in dem Let's Play hätte ich gesagt, ja, ist okay für ein Part, aber... Nee, inzwischen sage ich einfach, es sollte noch ein bisschen länger sein. Einfach halt auch aus dem Grund, dass ich einfach das LP auch schneller beende, sag ich mal. Weil... Wir haben jetzt schon seit 500 Jahren gefühlt laufen auf dem Kanal und irgendwann stürzt halt, wenn das Projekt immer noch da ist. Weil ich vor allem auch den Xenoblade 2 DLC habe und so auf dem Kanal. Und dann sind da zwei Xenoblade-Spiele. Und Xenoblade ist eh nicht so das meistgeschauteste LP. Wobei, das finde ich mal witzig. Ich sehe in meinen YouTube Analytics, dass die Videos von ein paar Personen geschaut werden an der Wiedergabezeit, weil die immer relativ hoch ist. Das halt. Meinetwegen manchmal so ein 40-Minuten-Part 120 Minuten Wiedergabezeit hat und ich mir halt denke, okay, das heißt, das könnten drei Leute komplett fertig geschaut haben und dann ist da meistens nur ein Kommentar da. Und ich frage mich halt, ja, warum, aber es schauen doch mehr Leute. Klar, es müssen nicht alle einen Kanal haben und so, um Kommentare schreiben zu können. Aber ich finde es halt, ich fände es immer schön, wenn ich wenigstens wüsste, dass das hier geschaut wird und so. Klar, ich weiß es bei manchen Personen, aber meistens halt nicht. Das finde ich immer witzig irgendwie. Jetzt ist auch bei vielen Projekten von mir so. Ich hab immer voll die viele Wiedergabezeit, aber irgendwie kaum Kommentare. Ich verstehe YouTube manchmal einfach nicht, aber egal. Graben wir jetzt die gute Castina aus. Jetzt wird sie bestimmt mit drunter sein, oder? Oh. Was? Was zum... Was erstickt? Danke für Rettung. Das ist doch nicht Castina. Sag mal, wer bist du? Und vor allem, was machst du hier? Vor Freunden steht Noppern Weiser, aber Freunde können abkürzen und nur Weiser nennen. Weiser ist derzeit mit harten Übungen beschäftigt, um guter Noppern Weiser zu werden. War gerade hier am Meditieren, als plötzlich Schnee runterkam. War fies kalt, aber dank Schnee auch nur... Was? Aber dank Schnee auch neue Bewusstseinsebenen erreicht. Deshalb kann Weiser nicht beschweren. Selbst für Noppern ist der Kerl äußerst seltsam. Vielleicht kann er uns trotzdem weiterhelfen. Wer hier war, hat er... Wenn er hier war, hat er womöglich Castina gesehen. Hör mal, hast du zufällig eine kleine Tantalesin hier gesehen? Sie wollte hier in der Gegend... Sie wollte in die Gegend kommen. Tantalesin? Klein? Vielleicht ja, vielleicht nein. Jetzt entscheide dich mal. Das Leben der Kleinen hängt davon ab. Nur. Wenn Freunde kleine Opfergabe darbringen, wird Weiser vielleicht besser erinnern können. Das ist ja Erpressung. Nein, nur... keine Kraft für erinnern, weil Hunger groß. Sobald brauche ich voll keine Erinnerungen bestimmt zurück. Das ist definitiv ein Noppon. Aber ist das nicht der Typ, der im Challenge-Mode der Sagen, dass das Sagen hat? Noppon erzweise, das ist irgendwie egal. Oder Moment, der ist nun Weiser, das war der Erzweise, oder? Egal. Ganz schön unverschämt, aber uns bleibt wohl keine Wahl. Und wonach gelüstet ist denn den weisen Bauch hier? Rochenbrühen, Meteorgrille wären fein. Außerdem noch Weichseegurke, bitteschön. Ja, du hast nichts Besseres zu tun, ja? Und wo bekomme ich den Stuff her?
Habe ich das vielleicht einschüchtern? Okay, das reicht definitiv nicht. Wobei, ich könnte Eiselement. Ah. Na komm hier. Es macht nur. Okay, ich schüchtere ihn ein. Ist mir egal, ich schüchtere ihn ein. Das sehe ich ein hier. Das sehe ich absolut nicht ein. Ich brauche schön viel Eis. Hast du Eis? Nee, Quatsch, hast du nicht. Das weiß ich ja. Du hast Eisstufe 2. Du hast kein Eis. Du hast Eis auf jeden Fall. Das weiß ich ja gerade. So, Stufe 1 ist das nur. Hier Stufe 2, oder kann ich da? Ja, dann muss ich an der Stufe 1 Leuten auskommen. Ja. Dann gebe ich einfach allen irgendwelche Stufe 1 Leute und gut ist. Das sollte irgendwie reichen. Ja, Stufe 2. Oh, und 3, guck mal. Das ist ja schön. So, ich brauche Eis, Leute. Hast du Eis? Ja, Stufe 1 aber nur. Um deinen Baum muss ich mich immer kümmern. Und dann haben wir nie Baum. So, Stufe 1. Auch mal Stufe 1. Ah, schade. Na, ja, okay, dann bekommst du die. Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Bitte reiche. Sonst wäre das jetzt ein bisschen doof. Stay frosty. Ja, sehr gut. Eisbildung aktiviert. Nein, will nicht. Weiter bin ich wieder in fiese Kälte zurück. Weiter wird Erinnerung malträtieren. Also bitte nicht mehr böse sein. Ja. Oho, Weiß hat tatsächlich erinnert. Mädchen, das Freunde suchen, ist in Richtung von Ruinen der Säulenstadt gegangen. Keine Ahnung, was Mädchen das sucht, aber alleine ist sehr gefährlich. Bitte schnell helfen geben. Ja, so schüchtert man die Leute ein. Okay, hallo. So, wir nehmen hier mal Schönes. Auf jeden Fall Herald, ja. Und ich nehme mir mal. Praxis mit rein. Haben wir jetzt auch länger nicht gehabt. Du bekommst Crosset wieder. Mache ich. Und du, bei dir ist ja im Moment halt egal, weil du gerade nicht mitkämpfst, aber du bekommst Corbin wieder. Wir gehen jetzt ein kleines Mädchen suchen, Corbin. That's the plan. So, Karte, wo genau muss ich hin? Geht das nur nachts oder warum wird es nicht angezeigt? Oder ist das oben? Es ist eine obere Ebene, oder? Moment. Ja. Sehr schön. Und das geile Tantal Theme. Ich liebe es so sehr. Kannst du bitte runterspringen, Rex? Dankeschön. Ah, dann brichst du dir mal das Bein. So, ja, das kann aber weg hier. So. Sehr schön. Da drüben ist sie. Da drin oder was? Ja, da liegt sie. Castina! Oh, da ist eine Blume. Oh, du bist ja ganz durchgefroren, Schätzchen. Was machen wir da nur? Ich fürchte, meine Kräfte sind nicht geeignet, um sie aufzuwärmen. Beruhige dich, Dahlia. Du musst das nicht ganz allein machen. Wir sind auch noch hier. Mit Morag, einer Feuerklinge wie Pyra oder Bridget, kann das Mädchen sicher mit Leichtigkeit aufwärmen. Wo ist denn Gefährten da, wenn man sich in solchen Fällen nicht auf sie verlassen kann? Du hast recht. Wenn ich etwas nicht selbst schaffen kann, gerate ich immer schnell in Panik. Würde ich mir dann bitte helfen? Natürlich. So, sehr schön. Warmer Körper aktiviert. Einfach mal die gute Anfackeln, würde ich sagen.
pretty lady, Dahlia? Thank the architect. Are you all right? You're not hurt, are you, hon? No, I'm okay. Well, that is a relief. I was real worried, you know? Look out! Run! Monsters! Ah! Where did this lot pop up from? I fear we may have wandered into their territory. Don't you worry, hon. You'll be just fine with us. I promise. I'm not just a pretty lady, you know? I can also kick monster hiney. So you just sit tight while we take care of these critters. Ha! Das sind ja Lappen. Das ist schön. Das sollten wir ordentlich schnell hinkriegen. Wundervoll. Ach ja. Aber zum Glück haben wir sie gefunden und zum Glück können wir sie auch scheinbar retten. Ich hoffe es zumindest. So. Und die Musik ist gerade irgendwie ein bisschen lauter als sonst immer oder kommt mir das gerade nur so vor. Ich werde die für euch logischerweise runterregeln, hoffe ich zumindest, wenn ich dran denke. Ist ja immer so eine Frage. So. Dann haben wir auf den drauf. Und ja, auf uns drauf. Und da ist Lagas. Im Kampf gerade. So, das heißt, sie kann ihn wirklich auch und muss auch im Kampf. Sehr schön. Vielleicht checkt das Spiel jetzt mal, dass er wirklich bei Sieg ist und nicht, dass irgendwie, ja, nur ein Fehler ist oder sowas in der Richtung. Wäre sehr schön. So. Sehr schön. Mithra, du bringst ihn halt zum Umwerfen. Oder doch zum Umwerfen, genau. So, der ist weg, sehr schön. Und tschüss. Perfekt. Feuerwerkstufe 1. Ach, ist jetzt so in der Stadt oder was? Ja, okay. Also, folgt sie uns wahrscheinlich gerade und wir laufen mal zurück in die Stadt. Okay, das ist klar. Ich hätte jetzt noch ein Gespräch erwartet, irgendwie, sie sagt. Genau das sagt sie. Nee, hi, ja, okay. Dankeschön für die Rettung. Wir gehen jetzt zurück in die Stadt, würde ich sagen. So. Wie sieht das Musik jetzt aus? Ne, okay, er ist immer noch nicht in seinem Menü. Ich verstehe nicht, was das für ein komischer Bug ist. Ist mir auch egal gerade. So, Tantal. Und Theosoir. Und zum Gasthaus. Dann frage ich mich, ob das jetzt schon das Ende der Mission ist. Wenn ja, wäre die sehr kurz. Aber mich würde es nicht stören, ganz ehrlich. Let us go. So. Hallo, Celiara, haben deine Tochter gerettet. Mama! Castina, geht es dir gut? Ich bin so froh. Tausend Dank, dass ihr meine Tochter wieder nach Hause gebracht habt. Danke, Dahlia. Keine Ursache, Schätzchen. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Aber mach sowas bitte nicht nochmal, hörst du? Echt mal. Why did you go to a dangerous place like that all on your own? Didn't you want to grow up and be all pretty? You can't do that if you get yourself killed. I'm sorry. I just really wanted to find one of these. Why, those are moon drops. Uh-huh. They're the flowers you said you liked. I only managed to get two of them. But I wanted to give them to you as a super special present. For me? You taught me all sorts of things, remember?
So I wanted to do something lovely for you, too. You braved a scary place like that and put yourself in danger all for me? You really are a silly girl. But you did show me a beautiful sight. You like them? I never saw something so pretty. Even moondrops aren't as beautiful as what I'm looking at right now. More pretty than moondrops. Uh-huh. I'm talking about your sweet little heart, hun. It may not be easy to see, and you can't put a price on it. But that pure and tender heart of yours is more beautiful than anything in this world. My heart? I guess you're a little young to understand, huh? But one day, you'll see what I mean. Oh, yeah. I gotta give you something in return, too. Feast your eyes on this. Wow! That's amazing! There you go. Do you like it? I love it! Thanks a million, Dahlia! No, thank you, sweetie. I'm gonna find you again and make you my very own blade. You wanna be my driver? Yeah. Well, I think that's great. Though, I want you to know, my driver right now's tough as an old boot. You might be waiting quite a while. Also können wir jetzt immer mit irgendwelchen Assassinen rechnen, die auf Nia losgehen werden. Aber das war echt eine schöne Sequenz. Was stehst du eigentlich da rum und lächelst? Die Kleine hat Faustdicken an den Ohren. Wenn du nicht aufpasst, schnappt sie mich dir weg. Da hätte ich aber was dagegen. Aber keine Angst. Du meinst es doch, ich bin CW-Leder. Allein bin ich aber beruhigt. Ich hoffe, wir verbringen noch eine sehr lange Zeit miteinander. Das hoffe ich auch, Dahlia. Und das war's wirklich schon. Ja, okay. Sehr schön. Gut. Dann, machen wir im nächsten Part mit weiteren Klingenmissionen weiter und so. Das war echt eine schöne Mission. Hat mir gefallen. Und weitere Uni-Gespräche und so. Weil auch bei Dahlia gibt es ja noch welche. Aber die sind erst weiter oben bei ihrem Honeybaum, glaube ich. Beauty. I need beauty. Okay, Eiskunst-Items. Da muss ich auch mal gucken. Aber das gucken wir uns dann im nächsten Part an. So, hier ist das genau. Das dauert noch ein bisschen, bis ich ihren fünften Ring aufhab. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2 wieder. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.